Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Der Mercenary Captain Darius steht vor uns. Marida Tor begrüßt uns alle ganz herzlich und wir werden starten. Und zwar, hello Madame. Ja, er will nur, dass wir ein Dorf befreien. Und zwar das Dorf Neary. Das werde ich direkt machen. Wenn der Mystic Merchant schon so da rumsteht, dann... Ach ja, ich habe ja auch eigentlich diese Jousting Lines gekauft, aber... Direkt wieder vergessen und sie wurde auch schon wieder verkauft, ja. Hat sich doch gelohnt. Schauen wir mal, ob es was Interessantes gibt. Ich meine, die Rüstung, die ist zum Beispiel, die sieht relativ cool aus, aber die kann ich sowieso nicht, nicht tragen, weil ich die Stärke dafür wahrscheinlich nicht habe. Eine Kuh. Wir reiten noch nicht auf einer Kuh. Wir verkaufen erstmal. Und werden jetzt Neary helfen, bevor ich das vergesse. Wo ist denn Neary überhaupt? Seht ihr Neary? Ich sehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber da gibt es Abhilfe. Und zwar Notes, Locations, Neary. Show on Map. Oh Gott, ist das weit weg. Neary hätte mir aber was sagen müssen. Ah ja, okay, das ist jetzt nicht so weit weg. Aber Neary hätte mir eigentlich was sagen müssen. Wenn mir das hier gerade so kommt. Gut, ihr seid die Spearheads. Außer der Duke legt sich mit euch an. Dann helfe ich ihm. Ja, okay, der wird sich jetzt mit denen anlegen wollen, weil ich in der Nähe bin. Bad Tempered. Nö, dir will ich sowieso nicht helfen. Ja, der wird jetzt sterben, aber das ist mir egal. Lord Arakanus ist auch in Neary. Interessant. So, ich gewinne 38.000, aber das wird sich, glaube ich, relativ schnell wieder relativ nach unten bewegen. Und es wird alles nach Winnica rein. In Fornion ist nichts drin, Amarna ist nichts drin, aber das ist nicht so wichtig. 111 sind schon wieder in Winnica drin. Wer bist du? Sadistic, ja, von wegen. Ja, die werden unter Umständen bald Lesbera angreifen, die Alentor-Leute. Aber das sollen sie ruhig machen. Ich helfe jetzt erstmal Neary, bevor ich das vergesse. Taken prisoner bei Arulo. Lady Kara. Arulo. Lord Anduinius. Dieser Arulo, jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich denen hier helfen. Und jetzt werden diese verdammten Arulo endlich auch... Oh Gott, jetzt Moment mal. Ich muss erstmal schauen, dass ich jetzt hier nicht so viele Leute verliere. Weil es sind relativ harte Einheiten. Sehe ich gerade. Oh, meine ganzen Companions sind schon draußen. Oh, verteilt ihr euch mal bitte ein bisschen. Aber Alindel war am Start des Battles noch da. Das bedeutet, sein Surgery wird uns auf jeden Fall begleiten. Ich schmeiß hier mal einen Schlachtruf rein. Ah, das sind relativ heftige. Ich hoffe, wir schaffen das überhaupt. Aber ich denke schon. Ja, das sind diese Quests von diesen Freelancer-Captains da. Diese Rampaging Nobles hier, das sind relativ harte Einheiten. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden würden. So. Ja, das war's schon. Es ist nur einer gestorben und 30 ausgenockt. Also Lindel hat auf jeden Fall wieder ganze Arbeit geleistet. So, wir schauen mal ein bisschen... Oh, das ist sogar alles ordentlich was wert eigentlich. Das nehme ich alles mal mit. Vielleicht kann ich auch davon selbst mal einen aufsetzen. Ich habe 56 und plus 1. Nee, der Beste hatte plus 55. So, Arulo, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So, Warrior. Hier und da... Und da und überhaupt. Alles klar. So, wer immer den Lord, den würde ich gerne mitnehmen. 252. Oh, diese ganzen Prisoner da drin, dass sie die nicht mal, dass ich, die würde ich gerne rausnehmen können. So, yes, my lady, what is your bidding? I have a new task when you follow me. All right, I will do that. Du kommst mit, wir greifen jetzt die Arulo an. Jetzt ist Ende. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Okay, die sind relativ langsam da hinten, aber... Has been taken prisoner, Lord Kanta auch noch?
Auf geht's jetzt, beeil dich. Wir haben was zu tun. Zur Not stürme ich das mit den Leuten, die wir jetzt haben, schon. Okay, ich guck noch, ob ich irgendwelche Einheiten unterwegs noch finde. Oh, Chief Omar is lying waste to Belze. Okay. Moment mal, das könnte aber der Lord sein, der die ganzen Leute von mir gefangen genommen hat. Das heißt, ich kann die eventuell gleich befreien. Ah, das macht keinen Unterschied. Der Lord wird fallen. Has been free from captivity by Empire of Allegiance. Aha. Ah, aha, was ist denn? Aha. Da machen wir doch gleich mal mit. Aber es gibt nach wie vor einen anderen Lord, der auch noch in Gefangenschaft ist. Aber jetzt gibt es hier erstmal ein bisschen Schlägerei. Myrinia ist auch defeated in battle. Oh Mann. Geht aber nochmal einen Tick nach vorne, dass ihr hier ein bisschen über den Berg hier drüber schauen könnt. Liebe Bogenschützen. Ja, die Arulos sind jetzt auf jeden Fall fällig. Jetzt ist Schluss mit lustig. Dass der kleine Verein hier von Eingeborenen hier mir so große Probleme macht, hätte ich echt nicht gedacht. Vielleicht werde ich in dem nächsten Gameplay mal mich den Arulo anschließen. Und denen zur Weltherrschaft verhelfen. Naja. Nee, wenn, dann mache ich das mit den Gelder. Aua! 105 Schaden! Weil ich so eine komische Leafbomb ins Gesicht gekriegt habe. Mann, Mann, Mann. Naja. So, sind das schon die letzten? Ja, wahrscheinlich schon. So viele Leute hatten die gar nicht. Gut, dann werden wir jetzt ihn besiegen und die Lords, die hier mitgemacht haben, ihnen befehlen, dass sie mir folgen sollen und dann ziehen wir jetzt endlich gegen Kaletaka in den Krieg. Was wir ja vor gefühlten 20 Folgen schon versucht haben, aber das hat nicht so funktioniert. Naja gut, ich meine, da hatte ich wirklich nicht viele Einheiten. Wie viele Einheiten hatte ich da? 230 oder so? Ich glaube, ja. Das heißt, diesmal gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher und gehe mit genug Einheiten darunter. Ja, ich weiß, ich hätte die natürlich mitnehmen können, aber die ganzen Parisno-Leute nehme ich alle mit und gebe sie den, wem auch immer die gehören. Hier ist bestimmt irgendjemand. Silly Vassil. Wer ist denn da noch? Der Tolrania-Leute. Ja, dann gebe ich sie eher ihm. You patiently listen has to say and find this is very useful. Your charisma increases. Was? Ich habe jetzt aus Versehen den ersten Dialog weggeklickt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass der irgendwas anderes sagt, außer schade. Okay, das habe ich wohl zu schnell weggeklickt. Egal, ich kann es nicht mehr ändern. Ich gebe ihm die ganzen Parisno-Einheiten. Mein Charisma increases. Mal schauen. Back my leave. 35. Das kommt mir auf jeden Fall höher vor. Aber gut, wie auch immer. Hier hinten. Den Tailin könnte ich mitnehmen. Der hat nämlich relativ starke Nahkampfeinheiten. Und der hat nur noch General Theobald. Der hat auch nur noch relativ wenig Leute. Okay, Silly Vethil würde ich ehrlich gesagt nicht so gern mitnehmen, dann nehme ich lieber Regal mit. Der hat nämlich noch Nahkampfeinheiten. Den könnte ich noch mit ein paar Einheiten von meiner Garnison in Vindica bestücken. So, jetzt machen wir den erstmal weg. Und dann nehmen wir aus der Garnison ein paar Leute raus und geben die hier Tailin und dem anderen Lord. So, an dem Kampf will ich jetzt nicht unbedingt mitmachen. Ich will jetzt nicht schon wieder ausgenockt werden. Alindel direkt ausgenockt. Aber schön zu wissen, dass Alindel am Start des Kampfes am Start war. Aber die Raubritter benutzen meines Wissens nach, glaube ich, auch Blunt Weapons. Das heißt, es dürfte sowieso keiner sterben. Es sind ja eh nicht viele Leute. Ja, das war's dann eh schon. Dann füllen wir mal die Lords mit Truppen aus der Garnison auf. Ah, ich habe wieder zu früh auf
auf, ja, hier zu früh auf Retreat gedrückt. Jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Ja, Verzeihung, liebes Spiel, ich weiß. Ich war wieder mal zu voreilig. I give up, call back your dogs. Sadistic. Ja, von mir aus, hau ab. So. Wir nehmen die Einheiten mit und die auch. Tailin, du folgst mir bitte auch. New task for you, follow me. So, mitkommen. Wer ist das da? Okay, der folgt mir bereits jetzt. Silvethil darf ruhig ein bisschen hier bleiben. So, wer ist hier noch drin? Hier ist niemand mehr drin, aber es sind 800 Leute in der Garnison. So, Arulo, jetzt habt ihr euch einmal zu oft mit mir angelegt. Jetzt ist Schluss. Wir brauchen, bevor wir da runtergehen, noch jede Menge Essen. Ich will nicht, dass es auf einmal heißt, dass mir auf dem Weg nach unten mein Essen ausgeht. Das heißt, wir stocken hier nochmal ordentlich auf. Hier kriegt ihr sogar ein bisschen was zum Trinken, ein paar Oliven. So, jetzt ist das halbe Inventar hier voller Essen. Also das dürfte jetzt ja wohl reichen. Wir geben Tailin. Ich weiß, jetzt muss ich ihm wieder danach wieder sagen, dass er mir wieder folgen soll, weil jetzt ist er sozusagen von seiner Pflicht befreit, jetzt nachdem ich ihn angesprochen habe. Okay, das waren schon alle. New task for you, follow me. So, jetzt nehmen wir hier mal ein paar Einheiten raus. Garnison. Elentors haben wir. Lymbard Knights haben wir relativ viele. Die nehmen wir mal alle mit. Ich habe sowieso nicht so viel Platz. Ich habe ja sowieso schon so fast so viele Leute. Ja gut, Lord Regal kriegt die jetzt noch. Some Troops. Da, 18 Lymbard Knights. New Task, follow me. So, Leute upgraden und dann runter zu den Arulos. So, einfach irgendwas upgraden. Hauptsache, die Leute werden besser. Und 51 Sharpshooter. Sehr, sehr schön. So, mitkommen. Wer ist das hier? Village Farmers. Ne, die brauche ich nicht. Hier ist noch eine Arulo Karawane, aber ja. So, auf geht's, Leute. Aufholen. Was macht ihr denn schon wieder? Accompanying? Okay, die accompanien mir und der folgt der Karawane. Ja, der wird sie wahrscheinlich angreifen. Ja, tut er. Dem helfen wir direkt mal. Prosperity from Amarna changed from average to rich. Ich glaube, das passiert mit den Hauptstädten allgemein. Also, wenn die halt nicht ständig angegriffen werden, dann graden die sich von alleine so in ihrem Wohlstand nach oben. Weil die verlieren natürlich immer ein bisschen was, nachdem man die angegriffen hat, die Städte. Aber regeneriert sich sozusagen wieder von selbst. Wir können ja aber hier mal ein bisschen Aufstellung machen. Hier, da und da. So, bis die Arulo kommen, könnt ihr hier mal ein bisschen Haltung annehmen. Wobei, jetzt steht ihr euch schon wieder selbst im Weg. Naja, ihr werdet genug Platz haben, um einen Großteil der Leute wegzuhauen, hoffentlich. Ja, jetzt dreht ihr euch schon wieder zurück, greift sie einfach an. Das sind nur diese paar Wachen von der Karawane hier, das sollte jetzt nicht so das große Problem sein. Aber Alindel ist ausgenockt. Immer noch, schätze ich mal. Also Vorsicht. Ich hoffe, auf dem Weg zu den Arulo treffe ich jetzt nicht mehr so viele andere Einheiten an. Und ich hoffe natürlich, dass die Sun Lüven endlich mal in Ruhe lassen. Weil ich habe jetzt echt was anderes zu tun, als alle 2 Sekunden Lüven zu verteidigen. Ich könnte natürlich auch einfach die Garnison mal verstärken, dass das kein so interessantes Ziel ist für die, aber... Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt, dass er alles einsammeln soll. Ach. Ja, egal, das verkaufe ich in Forniron, wenn ich in Forniron da unten bei Forniron vorbeikomme. So, auf geht's. Empire of Allegiance defeated but managed to escape. Interessant, du greifst also... Ja, jetzt hauen wir die... den hauen wir jetzt mal weg. Minus 53. Oh Mann. Halt, bleibt hier ruhig mal ein bisschen hinten. Oh, wobei, das ist überhaupt kein schönes Feld hier. Könnt ihr schießen? Ich hoffe schon. Ja, das sieht gut aus.
Tja, lieber Rulo, hättet ihr mal ein paar Schilde, dann würdet ihr nicht so hart Pfeile ins Gesicht kriegen. Jetzt kriege ich sowieso gleich wieder eine Leafbomb ab und fall einfach wieder tot um. Eigentlich müsste ich mit dem Mount ganz gut durchchargen können durch die. Wenn mich diese Leafbombs treffen, ich habe echt Angst vor den Dingern. Die letzte hat mich ja für über 100 Schaden getroffen. Aber relativ viele Leute haben die schon immer, diese Arululots. Oh, 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 oh. Weg von mir. Hired Master Archer killed. Naja. Wir überholen jetzt alleine mit den Archern fast schon den Kampflok. Ich glaube, wir haben ihn auch an einem einzigen Punkt schon mal kurzzeitig überholt. Aber gut, dass ich ausgenockt worden bin, ist mir ziemlich egal. Bis ich bei Fornion zum Beispiel bin, stehe ich schon locker wieder auf den Beinen. Und sowieso, bis ich in Kaletaka bin. Ich überlege gerade, ich könnte mich selbst mal als Marshall replacen. Und dann könnte ich irgendwem anders dann mal Marshall-Status geben. Das könnte vielleicht auch mal interessant werden. Dann gebe ich vielleicht irgendeinem richtig starken Lord Marshall-Status. Und dann kann der nämlich rumlaufen und selbst Sachen einnehmen. Weil momentan kann es ja wirklich nur ich machen. Das ist gar keine schlechte Idee, das mache ich mal. Also jetzt natürlich nicht, jetzt werde ich Kaletaka einnehmen. Aber dann werde ich jemand anderem mal den Marshall-Status geben. Und schauen, wie der sich dann so schlägt. Aber momentan, ihr wisst es, wir haben andere Sachen zu tun. So, mitkommen. Ihr folgt mir hoffentlich noch alle. Chief Jorala has been taken prisoner by the Empire of Allegiance. Aha. Ja, ich hoffe, ihr treatet eure Prisoner well. Weil ich möchte nicht, dass wir als irgendwelche Barbaren bekannt werden. Schließlich lassen wir fast alle Leute grundsätzlich immer frei. Das bedeutet, wir sind schon ehrenhafte Leute. Würde ich jetzt mal sagen. Wir bedienen uns zwar hin und wieder 55 und... Sieht ja voll blöd aus. Wir bedienen uns zwar hin und wieder mal etwas unfairen Taktiken, aber... Ja, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ihr wisst es. So. Wir sind in der Stadt. So, letzter Stopp vor Kaletaka. Wer jetzt aussteigen will, der soll jetzt aussteigen. Alle anderen sind mit dem Boot. Alindel, du wirst dich schon wieder regenerieren. Auf geht's. So, lieber Lord Regal, du bist relativ langsam unterwegs, aber die Einheiten reichen. Wir haben 200. Mit mir sind es jetzt ungefähr 500, 600 oder so. Da, den Severus packe ich auch gleich noch mit ein. Sind nicht viele Einheiten, aber... You won't regret your decision. New task, follow me. Nein, I need to attend my own business. Aha. Interessant. Dann halt nicht. Halt, was machst du jetzt da? Hallo? Ist es jetzt nicht dein Ernst? Du sollst mir folgen. Dass die Leute mir immer abhauen. Würdet ihr jetzt bitte mal hier an meiner Seite bleiben? Glaubt mir, wir haben nicht mehr so weit. Wir haben jetzt nur noch bis Kaletaka und... Also die Gelder breiten sich hier ganz schön aus. Weil normalerweise sind die am Anfang... Oh, die werden jetzt wieder die Karawane angreifen. Normalerweise sind die Gelder am Anfang mit Elentor im Krieg und da kriegen die Gelder schon sehr hart immer auf die Nuss. Aber jetzt, wenn sie sich so richtig ausbreiten können, sind die fast schon wie eine Plage. Aber die Gelder dürfen ruhig momentan überleben, wenn sie das wollen. Sorry, Karawanenmaster, aber wir mögen keine Kavallerie. Zumindest nicht bei den Feinden. Wie gesagt, die Gelder breiten sich hier ganz schön aus, aber das soll mir recht sein. Ich habe jetzt momentan kein Problem mit den Geldern. Ich habe auch nicht vor, denen ihr Castle so bald einzunehmen. Das ist auch gar nicht so einfach, glaube ich. Weil die haben relativ starke Einheiten. Ich kümmere mich jetzt lieber erstmal drum, die Arulo hier aus dem Weg zu schaffen.
Weil ihr habt mich jetzt lange genug geärgert. Ihr habt mich jetzt wirklich lange genug geärgert. Diesmal habe ich auf jeden Fall viel, viel mehr Einheiten. Letztes Mal, wie gesagt, hatte ich ungefähr 250 Leute, glaube ich. Jetzt haben wir mit den anderen Lords, wie viele sind wir jetzt insgesamt? 700, 800 oder so? Das heißt, wir haben auf dem Schlachtfeld schon mal vielleicht sogar eine 1:1 Aufteilung von denen ihren Einheiten und von meinen. So. Ja, das hier nehme ich gar nichts mit. So, haben wir das jetzt auch erledigt? So, kommt. Seid ihr alle am Start? Okay, die folgen mir noch alle. Nicht, dass sich wieder einer entscheidet, sich auf einmal hier umzudrehen und wieder in die andere Richtung davon zu laufen. Ach ja, ich könnte auch mal irgendwelche Prisoner Tower und sonst irgendwas. Jetzt haut schon wieder einer ab. Welcher war das jetzt? Okay, das war Tailin. Das sind nochmal 100 Leute, die jetzt halt abhauen. Egal, solange er hier an meiner Seite bleibt, dann... Ich laufe jetzt nicht Tailin schon wieder hinterher. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach, was soll's. Dann wird es schon nicht so wichtig gewesen sein. So, alle mitkommen. Jetzt haut der Nächste ab. Es ist doch echt zum Heulen. Also, ich will jetzt aber nicht, dass so viele hier abhauen. 3, 4... Beziehungsweise 5, 7 und ich habe 6, 9. Okay, ich kriege ihn schon. Ihr sollt mir folgen. Das kann doch nicht so schwer sein. So, nächster Versuch. Geldarin Lord Oroe. Das ist der einzige Lord, glaube ich, den die Gelder haben. Ich könnte ja versuchen, den abzuwerben. Boah, wäre das fies. So, jetzt aber los. Ich will jetzt nicht, dass ihr hier kurz vor dem Krieg wieder hier alle Fahnenflucht begeht. Los jetzt. Da läuft der Lord mit seinem... Oh nee, der geht jetzt zurück nach Kaletaka und... Oh. Gut, jetzt sind nochmal weitere 400 Einheiten in Kaletaka drin. So, wie sieht's in Kaletaka denn so aus? Ah, sehr schön, er kommt raus. Das freut mich doch. Ja, dann könnte ich ihn jetzt nämlich mal wegmachen. Und dann sind direkt in seiner... Das Schlachtfeld, obwohl, das hätte ich schon nehmen können. Dann sind direkt in seiner Stadt schon mal 400 weniger Einheiten drin. Das ist sehr gut, weil ich meine, das ist der König. Beziehungsweise der Stammesführer wird es wahrscheinlich eher treffen. Aber das ist er, glaube ich. Das heißt, er hat auch relativ starke Einheiten. Das passt mir eigentlich gerade sehr gut. Genau, Beast Slayer sind meines Wissens nach auch sehr, sehr starke Einheiten. Master Hurler sowieso. Strong One, das sind denen ihre Noble-Einheiten, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Vorteil, dass ich jetzt die alle schon mal raushauen kann. Also ich denke mal, es werden in Kaletaka so 1500 Leute oder so vielleicht drin sein. Mal schauen, wie es läuft. Vielleicht hätte ich mich doch umdrehen sollen und hätte Tailin mitnehmen sollen. So, lieber kein Risiko hier eingehen. Wobei, gefällt mir die Map hier. Hier müssen sie relativ weit laufen. Ich hätte gern, dass sie hier ungefähr euch hinstellt. Aber da müssen meine Bogenschützen relativ weit laufen. Also meine Virago Harrions natürlich nicht, aber... meine ganzen... Sharpshooter. Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil, dass die schon mal weg sind. Und dann schaue ich mal, wie es läuft. Aber ich denke eigentlich, ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob die Kämpfe gegen die Arulo hier grundsätzlich dann vor ihren Toren stattfinden. Oder ob die mich wirklich mal von den... vor den Toren, also ihr wisst schon, dass sie halt... Kennt ihr das, wenn man so redet und dann auf einmal mitten im Satz gibt es so einen Knoten im Hirn? Was ich eigentlich sagen wollte, obwohl ich mir sicher bin, dass ihr das schon gemerkt habt. Ich frage mich, ob die Kämpfe
immer vor denen ihren Toren stattfinden und wir immer im Nahkampf gegen die kämpfen müssen. Oder ob die sich irgendwann auch mal auf ihre Mauern hochstellen und wir sie darunter snipen können. Ich denke, wir werden das gleich herausfinden. Wir stehen vor Kalitaka. Ich hoffe, dass die Lords da jetzt nicht alle drin chillen in Kalitaka. Ich hoffe, die sind entweder unterwegs oder alle besiegt oder sonst irgendwas. Dass ich jetzt hier nicht gegen, was weiß ich, wie viele tausend Leute kämpfen muss. Weil dann könnte es doch, es könnte schon interessant dann werden. So, ja, die Beast Slayer sind, glaube ich, relativ starke Nahkampfeinheiten. Wie viele das sind. Allein der Lord hat über 400 Einheiten. Aber gut, es ist immerhin den, auch den ihr König. Kriegt ihr die alle tot oder müssen wir uns zurückziehen? Ich glaube, ihr kriegt die tot, oder? Ich sollte mich jetzt auch mal hüten, davor jetzt hier ausgenockt zu werden. Okay, sie stellen sich schon wieder richtig hin, alles klar. Sehr gut. Ja, das werden wir schaffen. Das werden jetzt nicht mehr so starke Einheiten sein, schätze ich mal. Ja, es sind schon nur noch normale Hörler. Und dann wird der Angriff auf Kalitaka sehr bald stattfinden. Aua, ja, ja, ja. Jetzt halte ich mich wieder mal ein bisschen zurück. So. Ja, ich muss auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Ich höre, wie viele Hörler da ihre komischen Leafbombs auf mich werfen. Ja, ihr könnt weiterhin... Die Infanterie kann ruhig mal rein. Die sollten jetzt keine so großen Probleme mit den Leuten haben. Jetzt dürfen alle rein. Oh, oh, oh. Na gut, ich meine, ich falle so oder so tot um. In dem kommenden Kampf um Kalitaka. Naja, mal schauen, wie es läuft. So, sehr schön. Der König ist mit seinen Einheiten auf jeden Fall weg. Ich könnte ihn jetzt natürlich festnehmen. Beziehungsweise gefangen nehmen, dann wären seine Einheiten auf jeden Fall weg. Aber wenn ich ihn jetzt freilasse, dann ist er trotzdem, ist er zwar ein Kalitaka, aber seine, er hat keine Armee. Also es ist eigentlich egal, ob ich ihn mitnehme oder nicht. Ich hätte ihn sowieso freigelassen. So, das bisschen nehme ich mit. Dann werden noch ein letztes Mal gewartet, bis die Leute hier alle ankommen. Okay, wir haben 1700 Leute. Boah, das sind 2000 Leute. Das ist vielleicht doch ein bisschen hart. Ich hätte doch eine Mercenary-Party noch schnell in Forniron mitnehmen sollen. Naja, wir gucken mal, wie es läuft. Ich werde die ganzen Krieger nach oben stellen. Das heißt, die Sharpshooter etwas runter. Ich habe nur 5 Hired Knights. Nur 12 Hired Foot Knights. Oh Mann. Hier noch ein paar Warrior. Wobei, die sind jetzt auch nicht so wirklich was wert, sage ich mal. Eigentlich glaube ich gar nicht mal, dass das funktioniert. Egal. Wir werden es rausfinden, aber ihr habt es geahnt. Erst in der nächsten Folge. Ich mache an der Stelle nochmal einen kurzen Break. Und sammle nochmal meine Kräfte, dann werden wir Kalitaka belagern. Und wahrscheinlich verlieren. Dann zurück nach Fornion gehen, unsere Wunden lecken und mit einer Mercenary Party zurückkommen. Aber wie gesagt, finden wir alles in der nächsten Folge raus. An der Stelle ein kurzer Break und dann hoffentlich kann ich mir endlich diese Arule vom Halse hier halten. Und endlich aus der Welt befördern. Wir werden sehen. Nächste Folge, alles wird gut, hoffe ich mal. Wir werden sehen. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ihr habt gehofft, ich mache schon Ende, oder? Aber jetzt wirklich. Ciao.